kann. Das hat man aber schon öfters. Oh. Geh weg. Geh weg. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Oh, das gibt's doch nicht. Das Vieh ist so unglaublich hartnäckig. Das gibt es doch gar nicht. Meine Güte. Richard, ich lade jetzt Van Bruggens Beweis runter. Kann Seraph mithören? Laut und deutlich, Adam. Kann losgehen. Ich habe gehört, Ihr Team wurde in Detroit mobilisiert. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es ein rein taktischer Einsatz war. Reed und Ihr Team tragen subdermale GPL-Implantate. Man kann sie orten. Ihre Entführung war ein Fehler. Das hat Montreal schon geregelt. Verzeihen Sie mir, wenn ich nicht ganz so viel Vertrauen in unsere Freundin Eliza habe wie Sie. Sie ist zu sprunghaft. Ihre Bedenken sind notiert. Allerdings rate ich Ihnen, sich um Ihre eigenen Operationen zu kümmern, anstatt sich in meine einzumischen. Namir out! Boss, haben Sie das mitgekriegt? Ich hab's gehört, aber ich... Megan und die anderen. Sie leben. Wir müssen bei der Sache bleiben. Sao hat eine Wohnung oben auf dem Gebäude. Außer ihr und ihren Wachen darf niemand dorthin. Gehen Sie rauf und finden Sie heraus, was sie weiß. Ja, ja klar, ja klar. Okay. Ich würde sagen, wir speichern erstmal wieder hier. Und dann war es mal wieder für heute. Neue Auflösung, alles in HD natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probieren wir aber nicht so toll. Jetzt probieren wir einfach nochmal kurz durchrennen. Ja. Gucken, was schaffen. Zugriff gewährt. Trauriges Angebot, Überweisung von 70 Millionen, wow. Okay. Übliche Geschäfte sozusagen. Ach, ich habe genug vom Hacken hier. Jetzt habe ich die Schnauze vor Jahr verlassen. Das ist doch... Das ist doch scheiße. What the fuck? What the fuck? Ja, zum Abschluss des Abends. Da war's Rambo-Action. Irgendwo unterwegs, da kommt der Roboter!
Warum müssen wir eigentlich überall Rolli spielen? Wie Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto gelangt waren. Zugriff gewährt. Wir haben noch eine Chance, dass wir können zum Abschluss haben müssen und dann. Hey, Sarif, Mann! Verdammt! Van Bruggen? Dachte mir, es interessiert Sie, dass ich die kleine Überraschungsparty im Hotel überlebt habe. Und während wir uns unterhalten, verlasse ich dieses Kaff. Alles dank Ihnen. Sie wollen mir danken? Dann vergessen Sie diese Frequenz. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe hier gerade Ihr Konto vor mir. Wissen Sie, Sarif sollte Sie wirklich besser bezahlen. Van Bruggen? Sie müssen mir nicht danken. Genießen Sie es einfach. Ach, okay.
Ich muss irgendwie noch mal das Schnellspeichern finden. Wer irgendeiner von euch eine Ahnung hat, wie das mit Schnellspeichern hier funktioniert, so, bitte Bescheid sagen. Seinen schottischen Konkurrenten Enprotech aufgekauft hat. Die Aktien von Enpro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht erklären, wie Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto gelangt waren. Vermutlich nur ein Schreibfehler, witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyong Medical bei der Speichern. Nein, nicht laden. Speichern. Genau. Offiziellen Bekanntgabe der Übernahme. Oh, unter der Dusche. Toll. Hübsche Wohnung haben Sie. Wo ist Megan Reed? Reed? Ich weiß nicht. Hören Sie auf zu lügen, Sao. Sie haben Megan und ihr Team entführt. Ich weiß, dass Sie Seraph Industries zerstören wollen. Seraph? Und ich weiß, dass Sie mit diesem Schwein zusammenarbeiten, das mich sterben ließ. Also, wo ist Megan? Nein, Sie irren sich. Sie denken, ich stecke hinter all dem, aber das stimmt nicht. Ich bin wie Sie, eine Spielfigur. Sie sind die Chefin eines Milliardenunternehmens. Und man möchte meinen, das schützt mich. Tut es aber nicht. Diese Männer, sie sind mächtiger als Seraph, mächtiger als Taeyong. Gegen die bin ich ein kleines Licht. Was faseln Sie da? Seraph weiß es. Fragen Sie ihn. Er dachte, er kann seine Leute mit subdermalen GPL-Implantaten schützen. Aber diese Männer... Sie kontrollieren globale Interessen. Ein Anruf bei Pikes und die Implantate waren stumm. Ich dachte mir, dass die sie schicken, um mich zu töten. Sie müssen mir helfen. Bitte. Sie sind so weit gekommen, sie können mich doch sicher beschützen. Bestimmt. Sie können mich doch sicher beschützen. Aber auch immer unterschätzen. Adam, was zum Teufel haben Sie getan? Im gesamten Gebäude wurde Alarm ausgelöst. Ein Panikraum. Sie hat einen beschissenen Panikraum. Naja, gut, ich auch. Vergessen Sie es für den Moment. Zum Hangar, schnell. Was? Lol? Ich habe mir den verfickten Arsch aufgerissen, um da rauszukommen. Um jetzt in der verscheißten Schlampe verarscht zu werden, um hier runterzugehen. Scheiße. Die Aktien von Enpro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish... Oh, scheiße, Alter. Wie soll ich da... Ficken! Hase, komm hoch! Die Erträge in Privatkonto gelangt waren. Keine Bewegung! Na los!